Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelating-Kanal mit mir, dem Ray. Wir haben ein neues automobiles Monster mit im Spiel. Die Rede ist natürlich hier vom Aston Martin Vulcan AMR Pro. Den normalen Aston Martin Vulcan hatten wir ja bereits schon im Spiel. Und um dich da ein bisschen nochmal abzuholen, der Aston Martin Vulcan ist ja ein auf 24 Stück limitiertes Track-Toy. Also ein Fahrzeug, was für diverse private Track-Days eingesetzt wird. Ähnlich wie das Programm bei Ferrari, also das XX-Programm, also so ein FXXK zum Beispiel, ist ja auch ein Track-Toy, was auf privaten Veranstaltungen gefahren wird. Klar, da wird auch mal so, ne, wenn die Schönen und Reichen gegeneinander Rennen fahren damit wollen, können sie das tun. Aber es sind keine Rennwagen für offizielle Rennserien. Und so ist es eben beim Aston Martin Vulcan genauso der Fall. Jetzt allerdings haben wir hier den AMR Pro. Und hierbei handelt es sich eigentlich gar nicht um ein komplett neues Fahrzeug, sondern vielmehr um ein Upgrade-Paket. Nämlich die Tochterfirma von Aston Martin, Aston Martin Racing, oder hier kurz abgekürzt AMR, hat eben dieses Pro-Paket, dieses AMR Pro-Paket für die 24 Kunden des Vulcan zur Verfügung gestellt. Und Ziel des Pakets ist einfach, um die Streckenperformance nochmals zu steigern durch zum Beispiel eine extremere und krassere Aerodynamik. Was sich da genau im Detail jetzt verändert hat zum normalen Aston Martin Vulcan, das schauen wir uns gleich an. Ich würde jetzt aber sagen, wir steigen mal ein und gehen auf unsere PXR-Teststrecke, denn in Let's Play Folge 129 sind wir ja schon den normalen Vulcan gefahren. Ist schon eine Weile her, aber das kann man sich ja nochmal nachträglich anschauen. Und da hat mir ja der Vulcan nicht ganz so 100% gefallen auf der Teststrecke. Und ob das jetzt mit der Pro-Version besser geworden ist, also hat tatsächlich Aston Martin Racing genau an den Fehlerchen angeknüpft, die mich zum Beispiel gestört haben beim normalen hier in Forza Horizon. Ja, das finden wir jetzt vielleicht mal raus. Deswegen gehen wir mal auf die Teststrecke. Viel Spaß! Bevor ich jetzt aber gleich auf die Fahreigenschaften des AMR Pro eingehe, erstmal vielleicht ein paar technische Eckdaten zum Fahrzeug. Wir haben hier einen 7 Liter V12 Motor am Start, der 831 PS und 780 Newtonmeter Drehmoment leistet. Da der Hinweis, im Spiel leistet er sogar 800 Newtonmeter Drehmoment. Da haben wir sogar ein bisschen mehr bekommen. Das Getriebe ist ein 6-Gang-sequentielles Schaltgetriebe, was natürlich wie beim Rennwagen sich sehr schnell durchschalten lässt. Das Gewicht ist bei 1350 Kilogramm. Im Spiel wiegt er allerdings 10 Kilogramm mehr. Da gleicht sich dann vielleicht diese 20 Newtonmeter mehr, die wir haben, auch ein bisschen aus. Von 0 auf 100 beschleunigt er in 2,8 Sekunden. Auch hier im Spiel haben wir einen anderen Wert. Da sind wir bei 3,0 Sekunden glatt. Da wurden wir um 0,2 Sekunden betrogen. Ja, aber na, man hat eh bei dem Fahrzeug ziemlich durchdrehende Räder. Deswegen ist es wahrscheinlich sowieso nur so ein theoretischer Wert. Und ja, Höchstgeschwindigkeit steht nichts da. Beim normalen Aston Martin Vulcan ist es 328 km/h. Beim Pro habe ich tatsächlich keine Informationen gefunden. Man geht davon aus, dass er schon doch ein Stückchen langsamer ist, weil einfach die größere Aerodynamik das schon ein bisschen ausbremst. Hier im Spiel allerdings, wenn man auf die Telemetriedaten geht, da fährt der AMR Pro Höchstgeschwindigkeit 325, allerdings nur 3 km/h weniger als der normale Vulcan, kann ich mir eigentlich irgendwie nicht so vorstellen. Der normale Vulcan hier im Spiel fährt auch 339 oder sowas, also auch weit über dem eigentlichen Originalwert. Aber naja, ja, zu den Fahreigenschaften kann ich gar nicht mehr so viel sagen, weil die Runde eigentlich schon fast vorbei ist. Ich kann nur so viel sagen, es fährt sich auf jeden Fall besser als der normale Vulcan. Es fährt sich mehr oder weniger wie auf Schienen, was ich beim normalen nicht so gesehen habe. Aber jetzt gucken wir erstmal auf die Zeit. Und die ist mit einer 1.48.774, ja, knapp langsamer als ein Bugatti Divo, aber auf den möchte ich gar nicht erst zu sprechen kommen, sondern vielmehr auf den normalen Aston Martin Vulcan. Und da muss man ein bisschen nach unten gehen, nicht der One-to-One, nicht der LaFerrari, nicht der MT900S, nicht der C2 Remake. Nein, da ist er, der normale Aston Martin Vulcan mit einer 1.50.183. Damals habe ich schon gesagt, da wäre vielleicht ein paar Zehntelchen mehr drin gewesen in der Runde, wenn der Aston Martin Vulcan sich eben hätte besser fahren lassen. Und ja, der AMR Pro hat es sich besser fahren lassen. Und da sei schon mal auch dazu gesagt, leistungstechnisch sind die beide auf dem gleichen Niveau. Ich werde dir gleich erklären, was sich denn konkret verändert hat. Dann wird es nämlich nochmal noch deutlicher, dass hier wirklich eine Steigerung passiert ist. Denn du siehst auch vom Leistungsindex sind beide exakt gleich. Ja, beide mit S2 954. Also, ne, da kann sich ja nicht drastisch so viel verändert haben im grundlegenden Wert.
Aber ja, in den kleinen Details wurde halt ein paar Sachen angepasst und deswegen ist der AMR Pro halt einfach dann doch die, ja, bessere Waffe, wenn es darum geht, bessere Streckenperformance zu zeigen. Und das war ja auch das Ziel des AMR Pro Pakets von Aston Martin Racing. Also von dem her, hier in Horizon 4 ist es auf jeden Fall schon mal geglückt. So, wir gehen aber zurück zum Festival und dann kann ich dir auch anhand des Forza Vista Modus vielleicht ein bisschen zeigen, was sich verändert hat. Und dann kann ich dir auch nochmal konkret sagen, was mir beim normalen Vulcan nicht so gefallen hat und was mir hier deutlich besser gefällt. Aber dazu vielleicht muss man einfach die technischen Hintergründe schon so ein bisschen kennen. Keine Sorge, wir werden gleich noch richtig Kasala-mäßig tunen und werden vor allem auch natürlich diverse Rennen fahren. Aber ich finde, man sollte ja erstmal auch so technisch ein bisschen abgeholt sein. Und ich meine, ein bisschen Action hast du jetzt ja auf der Testringrunde gesehen. So, also, ich habe dir ja schon die Leistungseckdaten genannt, die sind tatsächlich exakt gleich. Ja, die haben am Motor und am Antriebsstrang eigentlich gar nichts verändert. Also wir haben auch eben halt beim normalen Vulcan diese 831 PS mit 780 Newtonmeter Drehmoment, beziehungsweise 800 Newtonmeter Drehmoment hier im Spiel. Gewicht ist gleich, also da hat sich eigentlich alles nichts wirklich verändert. Wie gesagt, nur die Höchstgeschwindigkeit dürfte hier ein bisschen geringer sein, habe ich aber keinen offiziellen Wert gefunden. Manche sagen, er fährt nur so um die 300, manche sagen halt, er verliert halt irgendwie 10 km/h. Habe ich persönlich jetzt nichts Genaues gefunden. Wenn ihr da eine andere Quelle habt oder sowas, dann gerne ergänzen. Da bitte ich sehr gerne drum, weil es mich auch interessiert. Hier im Spiel, wie gesagt, fährt er 325, während der normale Vulcan eben knapp 340 fährt, also hier im Spiel. Aber naja, egal. Das soll es nicht gehen. Ich will mich da auch nicht wiederholen. Was hat sich jetzt konkret verändert? Also, wir haben, fangen wir mal vorne an, der Splitter zum Beispiel, der hat hier zum Beispiel so eine Seitenbleche bekommen. Ne? Seht ihr das hier, das unten hier, das Orange. Das ist beim Original nicht. Auch hier innen sieht man so, ne, so ein bisschen so gerade angeschrägte, ja, ich sag mal, Luftführungen. Die sind neu, um einfach ein bisschen Stabilität reinzubringen. Dann diese dezenten Flaps hier vorne, diese zwei auf jeder Seite, die sind noch dazugekommen. Die sorgen natürlich schon mal für deutlich mehr Anpressdruck. Des Weiteren ist auch hier vorne eine Rathausentlüftung dazugekommen. Oder auch Entlüftungskiemen genannt. Die sorgen natürlich erstmal, damit die warme Abluft der Bremsen besser weggeht, aber das sorgt auch tatsächlich für mehr Anpressdruck. Ja, das ist ja auch bei Porsche zum Beispiel, bei den RS-Modellen, das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema und das sorgt tatsächlich dafür, dass auch nochmal ein bisschen die Aerodynamik, ja, ein bisschen besser wirkt auf der Vorderachse. Ja, aber auch hinten ist natürlich ein bisschen was passiert und zwar der Heckflügel hat noch einen Zusatz bekommen, das ist nämlich jetzt ein doppelter Heckflügel. Und das sorgt natürlich auch hinten nochmal ein bisschen für mehr Anpressdruck. Ansonsten beim Diffusor, ja, der war schon beim normalen Vulcan so krass. Wer es nicht glaubt, der kann sich den normalen Vulcan gerne mal anschauen. Ja, des Weiteren ist auch noch die Motorabdeckung, glaube ich, ein bisschen verändert worden. Die soll nochmal ein bisschen leichter sein. Dadurch aber, dass der Flügel ja wieder größer ist und ein bisschen schwerer ist, gleicht sich das dann vom Gewicht auch so ein bisschen aus. Ja, summa summarum spricht man allerdings hier jetzt beim AMR Pro Paket von, und das finde ich wirklich krass, von 27% mehr Downforce. Ja, wenn man zum Beispiel den normalen Vulcan nimmt, der hat ungefähr einen Anpressdruckswert wie so ein GT3-Rennwagen. Ja, der hier hat nochmal 27% mehr. Also das ist wirklich eine richtig krasse Sache. Was aber wirklich das super Interessante ist, und da zitiere ich mich jetzt mal selbst aus Folge 129. Dort habe ich mich nämlich beschwert auf der Teststreckenrunde, dass das Fahrzeug mir viel zu viel Anpressdruck auf der Hinterachse hatte und vorne irgendwie gefühlt die Aerodynamik nicht gewirkt hat. Das heißt, je schneller ich in die Kurven gefahren bin, je mehr hat mir das Fahrzeug geschoben, weil hinten war Stabilität da und vorne keine. Und das ist so lustig. Genau da hat AMR mit dem Pro-Paket angesetzt. Denn die Abtriebsverteilung hat sich hier mit diesem Paket drastisch verändert. Wir haben jetzt 47% vorne Anpressdruck und 53% hinten. Beim originalen Aston Martin Vulcan waren es nämlich nur 41,5 vorne. Das heißt, wir haben ja gut 5,5% nochmal zusätzlich an Anpressdruck vorne bekommen und hinten das dann im Verhältnis ein bisschen verloren. Insgesamt wurde es natürlich mehr, wie gesagt, 27% mehr, aber das Verhältnis wurde besser. Und genau das spürt man auch auf der Teststreckenrunde. Es war deutlich angenehmer zu fahren. Ich finde es ein Ticken immer noch zu stabil. Also so ein bisschen agiler können da noch sein, finde ich, auf der Hinterachse, aber trotzdem, es war tausendmal besser, ja. Während der normale Vulcan auf der Teststreckenrunde eher Frust war,
ist der hier pure Lust. Ja, und deswegen freue ich mich natürlich heute richtig mit dem unterwegs zu sein und das quasi jetzt zum kompletten Anfangsplädoyer zu diesem Fahrzeug. Ich würde sagen, jetzt gelange genug geschnackt und ich würde auch sagen, wir fahren nochmal kurz mit der Serie erstmal ein Rennen, also mit dem jetzt nicht getunten, also mit der Serie meine ich jetzt nicht den normalen Aston Martin Vulcan. Wir können ihn ja mal ganz kurz, komm, was soll der Geiz, auch nochmal ganz kurz entgegenhalten. Wo ist er denn? Hier, da haben wir ihn ja nochmal, dass wir das auch nochmal kurz sieht, dass ihr auch nochmal seht, was sich da so mal drastisch jetzt verändert hat. Ne? Wobei, dieser Seitenflap ist hier eigentlich auch, sehe ich gerade. Bin ich da einer falschen Information aufgesessen? Genauso auch vorne diese Dinger. Aber so waren zumindest mal meine Quellen, dass da vorne das alles neu ist. Aber okay. Was auf jeden Fall neu ist, sind diese Leitbleche. Ja? Also diese Flaps, die haben sich auf jeden Fall verändert. Die Rathausentlüftung, das sieht man jetzt auch. Da können wir erst nochmal hier die Fakten checken. Ja? Da ist der Raider Faktenchecker und merkt hier, die Fakten, die ich hatte, sind gar nicht alle korrekt. Na gut, dass ich hier nochmal drauf gucke, bevor ich hier falsche Informationen streue. Ja, der Flügel, auf jeden Fall, wie gesagt, der ist jetzt doppelt geworden. Das sieht man auch. Ansonsten, wie gesagt, hat sich dann so nichts verändert. Aber, naja, trotzdem schön. Gut, jetzt wechseln wir aber zurück. Und ja, apropos Antriebsstrang. Da habe ich jetzt auch nicht ganz alles richtig erzählt, muss ich sagen. Jetzt kommt der Raider, haut hier die Information raus und dann merkt er, hups, das stimmt ja gar nicht. Nee, also wie gesagt, Motor, Antriebsstrang, Getriebe, alles gleich, bis auf der letzte Gang. Der sechste Gang ist tatsächlich beim AMR Pro ein bisschen kürzer gesetzt worden, weil, klar, durch die Aerodynamik ist ja das Ganze einfach auch ein bisschen... ja, langsamer geworden in der Topspeed und dementsprechend brauchst du keinen so ganz lang übersetzten letzten Gang. Deswegen haben sie den auch ein bisschen gekürzt, um einfach die Beschleunigung insgesamt ein bisschen schneller zu machen. Was ja eigentlich auch schlau ist. So, das um nochmal ergänzend zu erwähnen. So, wir machen ja, eine eigene Blaupause am besten. Und zwar Extreme Track Toys. Wir fahren mal im Sommer. Wir sind jetzt zwar aktuell in der Winterjahreszeit. Ich weiß noch nicht, warum wir da mit dem im Winter den bekommen. Also den gibt es jetzt aktuell zu gewinnen in der aktuellen Winterjahreszeit der Season 19, um das nochmal klarzustellen. Aber ja, jetzt im Winter will ich heute eigentlich nicht groß fahren. Deswegen werden die Veranstaltungen im Frühling, Sommer und im Herbst ausrichten. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie wir hier im nicht getunten Zustand so gegen die Konkurrenz anstinken können. Ja, also nochmal dicke Entschuldigung, ich möchte natürlich keine Fehlinformationen streuen. Das ist nicht mein Ziel. Und ich bin gerade selber froh, dass ich jetzt doch nochmal den Blick auf den Normal draufgeworfen habe. Weil scheinbar sind es dann doch nur die Flaps vorne, die sich drastisch verändert haben und halt eben die Rathausentlüftung. Ja, man hört schön auch das Getriebe pfeifen. Das finde ich schön, dass das auch zu hören ist. Richtig schönes Sechsgang-sequenzielles Rennschaltgetriebe. Aber ja, zum Glück habe ich es ja gemerkt, wie gesagt, mit den Informationen. Ja, und eben, wie gesagt, normalerweise ein Zusatzpaket, was eben angeboten worden ist, dann im Jahre 2017 von AMR für die 24 bestehenden Vulcan-Kunden. Also da gab es jetzt keine 24.9 Pro-Version oder sowas, sondern wirklich ein Upgrade-Paket hier im Spiel. Haben wir es als eigenständiges Fahrzeug. Ich wiederhole mich da einfach nochmal, dass es auch da klargestellt wurde. Aber finde ich cool. Dann haben wir beide wirklich so im Vergleich und können da einfach mal gucken. Ah ja, so oder so. Gut, im schlimmsten Fall, wenn sie jetzt das wirklich als Upgrade gemacht hätten, dann hätte man einfach sich zwei Vulcan gegönnt und dann hätte man einen normal gelassen, den anderen geupgradet, dann hätte man es vielleicht auch gesehen, aber ja, ist ja egal. So. Ja, also wie gesagt, fährt sich super stabil, dass es ein bisschen besser ausbalanciert ist, finde ich auch super bei dem Fahrzeug. Merkt man auch direkt, vielleicht wie gesagt, ein Ticken mehr noch auf die Vorderachse, dass vielleicht ein bisschen noch agiler wird auf der Hinterachse. Würde ich noch cooler finden, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine absolut geile Steigerung. Und ich musste echt schmunzeln. Ich habe ja, bevor ich diese Folge jetzt aufgenommen habe, habe ich gedacht, was hat denn der Ray, was habe ich damals denn so erzählt in dieser Let's Play-Folge? Und dann erzähle ich diese Sachen so, ja,
ja, gefällt mir gar nicht, die Balance der Aerodynamik ist voll schlecht und macht's voll schwierig und so. Und dann gucke ich so auf meine Fakten und guck so, ja, und AMR hat genau diese aerodynamische so Verhältnis verändert. Und ich sag so, ey, okay, also mein Gespür scheint wohl nicht so schlecht gewesen zu sein damals. Und natürlich auch, ja, das muss man ja mal lobend erwähnen, obwohl Forza Horizon 4 ein Arcade-Game ist, haben sie das scheinbar gut und authentisch umgesetzt. Also, das finde ich schon Hammer, dass halt dann solche Balance-Geschichten dann wirklich auch zu Trage kommen. Und deswegen, ja, finde ich das schon ganz cool und das muss man auch mal hier lobend erwähnen. So, und ich muss jetzt irgendwie mal hier vorbeikommen. Ich hänge nämlich hier irgendwie hinten dran fest. Ja, und natürlich, nur weil da ein Nummernschild dran ist, um das auch nochmal klarzustellen, hat das Ding natürlich keine Straßenzulassung. Es gibt zwar tatsächlich einen Aston Martin Vulcan Umbau, das ist aber jetzt kein offizieller, der dann eine Straßenzulassung bekommen hat. Aber wie erwähnt, auch da nochmal wiederholend gesagt, der Aston Martin Vulcan ist eben ein Track-Toy, so wie das zum Beispiel ein, ja, 599XX ist oder eben FXXK und wie sie alle heißen. Oder zum Beispiel auch ein McLaren P1 GTR, das ist ja auch ein, so eine Track-Toy-Geschichte, die fährt man nicht auf öffentlichen Straßen, sondern bei privaten Track-Days. Ja, um das auch nochmal vielleicht zu ergänzen oder dazu zu streuen, das Pro-Paket hier wurde auch auf dem Goodwood Festival of Speed tatsächlich zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Und ja, dieses Pro-Paket kommt auch nicht umsonst daher. Ja, das auch nochmal vielleicht als Klarstellung. Der normale Aston Martin Vulcan, jetzt habe ich so oft schon Aston Martin Vulcan gesagt in der Folge, dass ich mich schon dran verspreche und verschlucke. Ja, kostet ja oder hat gekostet 2,3 Millionen Dollar. Muss man mal vorstellen. Also sehr, sehr teuer und exklusiv. Mittlerweile werden die auch für weit über 3 Millionen gehandelt. Klar, nur 24 Stück. Ist natürlich auch super selten. Und das AMR Pro-Paket kostet dich, wenn du das haben möchtest, nochmal 200.000 Dollar obendrauf. Also, ne, wenn man das jetzt original alles gekauft hat bei Aston Martin, dann hat man insgesamt 2,5 Millionen gezahlt. Und klar, 200.000 nochmal extra ist natürlich schon echt übelst viel, wenn man mal überlegt, was man für 200.000 Dollar alles für Supersportwagen bekommen würde. Aber ich meine, wenn man halt schon in der Preisklasse von 2,3 Millionen ist, dann sind, glaube ich, diese 200.000 auch nicht mehr der Rede wert. Aber ja, trotzdem halt krass, ne? Was man da so alles dafür ausgibt. So, das war's aber jetzt erstmal mit den ganzen Fakten zu dem Fahrzeug. Jetzt können wir uns wirklich rein ums Tuning kümmern, was wir da so rauskitzeln können. Und ich würde sagen, dich interessiert brennend, was geht da so maximaltechnisch? Und mich tatsächlich auch. Das heißt, mit Allradumbau, mit maximaler Leistung, was können wir da so rauskitzeln? Und ist es vielleicht ein Kandidat für eine zukünftige PXHX-Line? Ja, mal gucken, ja. Beim normalen Vulcan war ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja, ich weiß nicht. Aber bei dem hier, ja, vielleicht, schauen wir mal. Die Basis sieht schon mal ganz gut aus. Wir könnten auf jeden Fall einen Racing V12 verbauen. Der sicherlich nicht schlecht ist, weil er halt doch nochmal ein bisschen leichter ist. Aber ja, der normale 7 Liter V12, den wir hier haben, ist ja auch jetzt nicht so schlecht. Ja, wir machen mal den Allrad rein. Wie gesagt, reifentechnisch können wir... Das finde ich ein bisschen komisch. Wir können auf Rennreifen gehen, sind aber schon Rennreifen drauf. Ich glaube, das sollten die beschrifteten Rennreifen sein. Aber das haben die, glaube ich, hier ein bisschen verpeilt mit dem Umsetzen. Deswegen lassen wir es einfach mal so. Ja, wir machen die richtig schön breit. 355er Schlappen vorne und 375 hinten. Alles klar. Läuft, würde ich sagen. Können das Ding auch ein bisschen weiter rausstellen. Ja, machen wir auch mal. Volle Kanüle hier. So. Und dann mal hier Armgetriebe und so weiter wird auch angepackt. Gut, das halt durch den Allradumbau auch. Müssen wir das halt natürlich auch tun. Ja, Offroad machen wir nicht. Wäre sicherlich auch ein interessantes Projekt. Gewicht nehmen wir nochmal drastisch ab. Und jetzt können wir natürlich auch leistungstechnisch hier nochmal in die Vollen gehen. Wir können leider kein Turbo verbauen. Da wäre vielleicht dann der Racing V12 Motorswap vielleicht sogar sinnvoll, weil dort halt nochmal ein bisschen mehr Leistung geht. Aber wir machen jetzt mal den Maximalaufbau mit dem Serienmotor. Da kommen wir dann auf 737 kW. Ja, mit dem Racing V12 kommen wir, glaube ich, auf 800 kW oder sowas. Also der wäre dort nochmal krasser unterwegs. Aber das können wir uns ja mal für die Zukunft erstmal aufsparen. Ja, 737 kW sind umgerechnet 1002 PS. Also wir schaffen die 1000 PS-Marke. Vom Drehmoment her sind wir bei 900. Also da sind wir noch nicht ganz unterwegs. Gewichtstechnisch 1,2 Tonnen, knapp darunter.
Klingt alles auf jeden Fall schon mal nicht schlecht mit Allradumbau. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt gleich fahren lässt. Wir gehen trotzdem schon mal direkt ins Feintuning und passen ein paar Sachen an, die auf jeden Fall sinnvoll sind. Zum Beispiel, wir brauchen nicht so viel Sturz vorne bei dem Fahrzeug. Vielleicht das auch, ne? Also bei der Spur. Ich finde tatsächlich, weil der so extrem stabil und angepresst auf dem Asphalt liegt, der AMR Pro, hatte ich so das Gefühl auf der Testrennrunde, dass man die Einlenkpunkte schon gut abpassen muss. Die Einlenkreaktion fand ich nicht so krass. Deswegen sage ich ja, ein bisschen agiler, bisschen hecklastiger dürfte er meiner Meinung nach schon sein. Das würde dem Fahrzeug schon ganz gut tun. Und dafür sorgen wir zum Beispiel jetzt auch mit den Stabis, die wir jetzt ein bisschen extremer auslegen werden, einfach auch durch den Allradumbau müssen wir das einfach tun. Okay, der liegt gut tief, viel tiefer geht nicht. Ja, den Rest würde ich sagen, lass mal. Guck mal, die Aero ist sogar standardmäßig ganz nach unten geschraubt. Wie krass ist das? Okay, das will ich jetzt wissen. Was kann man da, wenn man da jetzt auf die maximale Aero geht? Was geht da ab? Also gerade auch der Querbeschleunigungswert interessiert mich da jetzt brennend. 2, ja, okay, das ist normal, aber für so ein X-Klasse-Fahrzeug. Wir machen hinten vielleicht einen Ticken weniger nochmal. Das lassen wir auch. Wir machen vielleicht so ein bisschen so eine 80-20-Verteilung. So, ein bisschen weniger Sperre hier. Die Sperre lasse ich mal. Die machen wir auch nochmal deutlich weniger. Hier eine leichte Sperre rein. Da gucken wir mal. So, das ist doch bestimmt jetzt nicht verkehrt. Wir fahren vielleicht mal ganz kurz hier in der Winterjahreszeit, bevor wir dann das nächste Rennen anstoßen. Ja, und ich denke auch mal, ich habe ja vorher das relativ schnell abgetan, dass der Vulcan AMR Pro hier im Vergleich zum Divo wegen ein paar Hundertstel verkackt. Ich meine, der Divo hat halt einfach den Vorteil, dass er deutlich mehr Leistung hat, ne? Wir haben hier 1500 PS gegen 830 PS. Ist natürlich ein dezenter Unterschied. Und der Divo hat natürlich halt auch Allrad gehabt. Und dementsprechend war der Divo halt schon im Vorteil und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass der Vulcan AMR Pro hier tatsächlich eine sehr ähnliche oder eigentlich die identische Zeit gefahren ist, weil der verliert definitiv am Start doch einiges. Ich finde sowieso, dass sowohl der normale Vulcan als auch eben mit dem Pro-Paket des Fahrzeugs sich, ja, gerade im ersten Gang sehr schwierig fahren lässt. So, wir gehen auf die Teststrecke, wie du gerade festgestellt hast, denn wir machen jetzt natürlich keine offizielle Runde. Aber, ah, diese Beschriftung könnte auch nicht angezeigt werden, weil wir im Winter sind, weil diese Rennreifen, weil achtet mal drauf, die Rennreifen jetzt hier, jetzt sind richtige Slicks drauf. Ich gehe mal kurz in den Fotomodus, ich lenke mal kurz ein, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Guck mal, das sind jetzt hier richtige Slicks. Und gerade eben noch im Fuhrpark, oder wenn wir jetzt dann gleich wieder rausgehen aus der Veranstaltung, sind hier schon so, ist ein leichtes Profil da, ne? Weil wir einfach jetzt im Winter unterwegs sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Winter diese Reifenbeschriftung dann gar nicht angezeigt wird. Das können wir gleich mal ausprobieren. Lass es mal gleich ausprobieren. Wir gehen nochmal kurz zurück nach der Geschichte jetzt hier. Und gucken mal, wenn wir das umrüsten, ob wir dann bei der nächsten Veranstaltung eine Beschriftung drauf haben. So, ja, ich mache das mal ganz kurz. Also hier nochmal, ne, wie funktioniert die Teststrecke? Ich fahre immer hier gegen an oder an diesen Pöller ran. Ja, dann haben wir ungefähr immer den gleichen Startpunkt. Und jetzt gucken wir einfach mal, ne? Einfach einen Versuch. Mal gucken, wo die Reise hingeht. So, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen verkacke, deswegen werde ich auch notgedrungen vielleicht auch den einen oder anderen Rückspuler verwenden. Aber ja, ey, das fährt sich halt jetzt schon genial mit Allrad und mit nochmal mehr Anpass. Okay, damit hätte ich ja auch echt nicht gerechnet, dass er im Seriendrim die minimalste Aero-Einstellung hat. Da habe ich gar nicht reingeguckt, weil ich das einfach immer serienmäßig einmal lasse und dann ich sowieso denke, ja, wir werden ja eh dann tunen, da gucken wir ja eh rein. Aber fährt sich halt super ruhig, das Ganze. Also auch mit Hinterradantrieb super stabil, das Ganze ist echt, also man merkt einfach den Unterschied. Also wer da keinen Unterschied merkt zwischen dem normalen Vulcan und dem AMR Pro-Paket, da weiß ich auch nicht. Der sollte mal sein Feingefühl mal überarbeiten. Ja, aber ich kann mir wirklich vorstellen, nochmal mit dem V12 Swap mit Turbolader und so weiter, da geht es nochmal in eine ganz andere Richtung. So, aber einmal mal rausfinden. Also das ist jetzt wirklich nicht am absoluten Limit gefahren. Da liegt bestimmt nochmal eine halbe bis eine ganze Sekunde drin.
Aber einfach um zu wissen, wo würde die Reise jetzt so mit dem Aufbau ungefähr hingehen. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Eine 1,429. Ja, das sind wir auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs. 1,429, da muss ich mal ganz kurz hier bei mir raustappen. Dann sehe ich das auch. Also wir wären auf jeden Fall nicht... Also wir wären das langsamste X-Fahrzeug damit. Der 918 Spider in der PXH Performance Edition, der auf S2 noch ist, ist ein bisschen schneller. Aber wie schon gesagt, er liegt jetzt auf jeden Fall noch eine Sekunde oder so drin. Allein so wie jetzt der Aufbau jetzt ist, weil ich schon sehr vorsichtig gefahren bin und kleine Fehlerchen drin waren. Und dann nochmal hier ein bisschen mehr ins Feintuning reingehen, dann wird es auf jeden Fall schneller. Und dann vielleicht nochmal dieser V12-Swap machen, aber den hebe ich mir mal auf. Wie gesagt, ich gucke mir das mal ruhig im Stillen an und ausführlich an. Und vielleicht ist das hier ein Projekt für eine X-Line, ja. Ich denke, der ein oder andere von euch wird es ja wahrscheinlich begrüßen, wenn es sowas geben könnte. Und ja, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Festival. Und dann, weil mich das jetzt interessiert, bevor ich hier ermahnend sage, oh, guck mal, die haben einen Fail geleistet bei den Reifen. Kann das ja wirklich einfach nur mit den Winterreifen zusammenliegen. Weil jetzt werden sie richtig angezeigt. Das ist super lustig, ey. Na, jetzt wird's geändert. Guck mal, jetzt seht ihr das. Na, jetzt ist so dieses Profil da und da ist es jetzt auch. Jetzt mache ich das einfach mal so drauf. Das kostet mich jetzt kurz, diese 10.000 nochmal. Und dann machen wir nochmal ein Rennen im Sommer. Und dann bin ich gespannt, ob wir da eine Beschriftung drauf haben oder nicht. Wenn nicht, dann ist es Fail. Wenn doch, dann alles cool. Dann nehme ich alles zurück. Heute sowieso die Folge, wo ich Sachen, die ich gesagt habe, zurücknehme. Aber wenn ich sie beim zweiten Mal sage, dann sind sie korrekt. Ah, das ist immer noch ärgerlich. Ich hasse sowas, wenn ich Sachen falsch sage. Aber ja, ich habe es ja korrigiert. Ja? Mit dieser zusätzlichen Aero-Geschichte. So, also machen wir das auch mal solo. Erstellen wir nochmal neu. Extreme Track Choice. So, Sommer, bla bla. Passt alles. Übernehmen wir, jawohl. Und so. Aber ja, sonst die Werte stimmen. Ja? Also 27% mehr Downforce. Die Verteilung von 41,5 vorne auf 47%. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Der Heckflügel hat sich verändert. Die Rathausentlüftung. Die zusätzlichen Flaps vorne. Ich glaube, da können wir jetzt ganz sicher sein. Genauso auch eben das Motorantriebsstrang, Getriebe gleich ist, bis auf der letzte Gang. So, haben wir Beschriftung. Guck mal, wir haben Beschriftung. Warte mal, ich bremse mal kurz ab. Ich will das sehen. Oh, wir haben sogar hier mit Michelin-Reifen. Alter! Das ist ja sogar noch geiler. What the hell? Okay, ist ein bisschen verzogen, sieht's aus, aber okay. Das ist nicht nur einfach Forza-Reifen, das sind sogar richtige... Alter, das ist ja cool. I like. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeit verloren, weil ich angehalten habe. Und ich sehe auch gerade, ich habe immer noch... Komm, fürs letzte Rennen muss ich das jetzt einmal nochmal machen. Ich denke, das wird das letzte Rennen sein heute. Ich habe schon wieder hier unten Side-Positionen und so Zeug gar nicht an. Das machen wir auch mal noch dazu. So, und wir starten vielleicht nochmal neu. Ja, vielleicht wollen wir schon nochmal das Rennen richtig fahren. So, aber ja, sehr geil. Also, am Anfang dachte ich erst noch so, ah, ja, weiß nicht, brauchen wir den unbedingt so, den MR Pro. Aber jetzt im Nachhinein denke ich so, ja, ich finde es sehr geil, dass er reingekommen ist. Auch als eigenständiges Fahrzeug, wobei ich hätte es auch begrüßt, wie gesagt, wenn man das den normalen Vulcan auch geupgraden hätte können. Aber ich finde beide Optionen okay. Ja, jetzt hier gerade zum Vergleich zur Konkurrenz, oder? Wie wir jetzt hier durchfetzen, ist schon krass. Ja, und ich habe mich extra bemüht, ja, ich will jetzt zwar hier keine Likes battlen oder so, aber, ja, da schon mal erwähnt, natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat und du ein bisschen was mitnehmen konntest, ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen, aber, nee, was ich da eigentlich sagen wollte ist, ich habe mich auch wirklich jetzt bemüht, dass wir heute direkt die Folge mit dem Aston Martin Vulcan AMR Pro hinbekommen. Denn gestern war er ja erst möglich freizuspielen. Wir haben das ja auch gestern im Livestream gemeinsam freigespielt. Und nach dem Livestream habe ich ja noch einen weiteren Livestream gemacht und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich dann versucht, hier alles authentisch und schnellstmöglich umzusetzen, damit du heute direkt die Folge mit diesem neuen Fahrzeug bekommst.
Ich finde, das kann man auch mal lobend erwähnen. Ja, da muss ich mir mal selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Zumal ich heute Morgen termintechnisch auch gar keine Zeit habe. Weil ich nämlich einen Arzttermin heute Morgen habe. Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ein regulärer Check. Weil vielleicht weiß ja der eine oder andere, ich habe ja relativ oft Migräne und da wird halt regelmäßig das einfach nochmal so durchgecheckt. So wie viel Anfälle ich hatte und bla 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 und wie sie waren und ob man halt was an den Medikamenten umstellen muss und so weiter und so fort. Aber ja, deswegen doppelter Stress für mich, aber den mache ich gerne. Und gerade bei so einem Monster von Fahrzeug, da hat es mich natürlich selber in den Fingern gejuckt zu gucken, was kann das Ding in der Serie im Standard drin und was kann man natürlich auch tuningtechnisch hier so machen. Das ist schon cool. Ey, macht richtig Spaß zu fahren. Richtig geiles Gerät. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann sind wir damit auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich habe es ja schon erwähnt, wenn dir die Folge gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen. Ein Träumchen. Ha, das reimt sich schön. Vielleicht werde ich das jetzt öfter sagen, vielleicht auch nicht. Ja, aber trotzdem, wenn du ein bisschen was mitnehmen konntest, ich entschuldige mich nochmal in aller Form dafür, dass ich ein paar Infos hier durcheinander gebracht habe. Aber ich habe es ja korrigiert. Alles cool. Ansonsten, falls dir sonst noch was zum AMR Pro einfällt oder allgemein zum Aston Martin Vulcan, dann darfst du das natürlich sehr, sehr gerne in den Kommentaren ergänzen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen Restfreitag und ein wunderschönes kommendes Wochenende. Hier der Programmhinweis natürlich für dich. Morgen 12 Uhr Samstag gibt es natürlich eine weitere Multiplayer-Folge und Sonntag auch. Also auch eine Bonusfolge am Sonntag. Das hier schon mal angeteased für diejenigen, die hier bis zum Schluss am Start geblieben sind. Ich bin raus an der Stelle. Vielen, vielen Dank und dann sehen wir uns in einer der nächsten Let's Play-Folgen wieder. Die wird dann höchstwahrscheinlich am Montag ausgestrahlt. Ich würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit am Start bist. Ich sage Tschüss an dieser Stelle und bis dann. Ciao!